Seid gegrüßt, meine aktiven Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute ein neuer Coral Talk, und wie ihr unschwer erkennen könnt, hier ist unser Star heute, unser Peter. Peter, der Röhrenwurm. Ja, unser Peter hier gehört zur Gattung der Bispira Federwürmer. Denn es gibt ja verschiedenste Federwürmer, Ringelwürmer, Kalkröhrenwürmer. Da gibt es eine ganze Menge. Und wie gesagt, Peter gehört zur Gattung Bispira. Das ist so mitunter der verbreiteste. Also den gibt es am häufigsten an vielen Stellen aus dem Mexiko, Kuba, karibischen Raum halt überwiegend. Da kommt er halt eben vor. Ja, die Federwürmer haben eine weiche Röhre, die sie aus Schleim und Sediment sich selber bauen. Ja, diese Röhre können sie auch reparieren. Es kommt auch hin und wieder mal vor, dass ein Wurm mal aus einer Röhre rauskommt oder rausfällt oder wie auch immer. Er kann sich wieder eine neue bauen. Sowie auch natürlich die Kronen, die können auch schon mal abfallen. Also nicht erschrecken, wenn bei euch bei eurem Röhrenwurm irgendwann die Krone mal abfallen sollte. Ist eine ganz normale Geschichte. Der reinigt sich im Prinzip auch. Die Röhre, die muss auch mal erneuert werden, die Krone. Und sie kommt aber wieder nach 1-2 Wochen, wächst sie definitiv wieder nach. Ja, die Röhrenwürmer ernähren sich natürlich, wie man sich auch wahrscheinlich schon vorstellen kann, ernähren sie sich im Prinzip dadurch, dass sie halt eben das Wasser durchfiltern. Ja, also ihre Kronen, Federn, ja, die fangen im Prinzip feinste Partikel auf. So ein Röhrenwurm ist auch ganz komplex eigentlich aufgebaut. Man denkt immer, der wäre so ganz einfach, aber der hat im Grunde genommen in seiner Krone hat er alles drinnen. Ja, er hat seine Atmungsorgane da drin, er hat seine Verdauungstrakte da drin, die Ausscheidungsorgane sind auch damit drin verbunden. Und er kann auch sogar, ja, ich sag mal, den Müll, den er frisst, also den Detritus etc., das ist ja eine Geschichte, was er auch auseinander trennt. Ja, also er geht hin, filtert im Prinzip alles, was er fangen kann, fängt er auf und sortiert es halt eben, was er halt eben verspeist, was er halt eben essen möchte. Und halt größere Partikel zum Beispiel, die stößt er auch nicht unbedingt ab, sondern da hat er noch spezielle Taschen versteckt, wo er die Sachen dann quasi lagert und dann für den Bau seiner Röhre. Ja. Die Kalkröhrenwürmer zum Beispiel, die machen das halt eben aus Kalk. Die bauen sich also wirklich eine harte Röhre und die haben dann auch einen sogenannten Deckel oben drauf, den sie auch im Prinzip verschließen können. Ja, aber die Federwürmer zum Beispiel, bei denen ist es halt so, dass die eine weiche Röhre haben, die sie im Prinzip aus Schleim und Sediment gebildet haben. Ja, ansonsten die Röhrenwürmer, ihr seht ja hier, die sind wunderschön, auch wenn die aufmachen, das ist immer schön anzuschauen. Haltbar sind die eigentlich schon recht gut, ich sag mal die ganz winzigen, die ihr so kennt, die oft mit auf Steinen drauf sind. Bei denen ist es so, dass die teilweise sich gut ernähren können im Becken, aufgrund auch ihrer geringen Größe. Bei den großen, wie jetzt hier die Bispira, bei denen ist es halt eben so, die sollten dann definitiv zugefüttert werden. Die brauchen halt eben Staubnahrung im Wasser. Das müsst ihr denen geben, um den halt eben gut halten zu können. Ansonsten von den Wasserwerten her würde ich jetzt mal sagen, liegen wir irgendwo bei einer KH von 7 bis 9 rum, so roundabout, wo ihr die halten könnt. Wie gesagt, normale Wasserwerte, Temperaturen liegen mal auch im normalen Level, 24 bis 28 Grad rum. Klar, KH, Calcium, Magnesium, das sind so die Standardwerte. Und wie gesagt, er frisst natürlich aktiv. Das heißt, er muss jetzt auch nicht unbedingt Nährstoffe im Wasser drin haben, sage ich jetzt mal. Ist er relativ unabhängig von, weil er ja halt eben aktiv futtert. Ja, ich würde sagen, ansonsten kann man zu den Röhrenwürmern nicht allzu viel mehr sagen. Schön anzusehen, unser Peter, ihr wolltet ihn sehen. Peter hat auch für diese Aufnahmen unwahrscheinlich viel Zeit gebraucht, weil er wollte nicht aufgehen. Deswegen habe ich euch auch hier diese wunderschönen anderen noch ausgesucht. Ich hatte mir noch einen, diesen lilanen hier geholt und noch einen gelben. Und ja, die sehen natürlich auch dementsprechend schön aus. Ja, wie gesagt, ich würde die Tiere auch als recht pflegeleicht in der Haltung bezeichnen, also auch jetzt für Einsteiger wahrscheinlich geeignet, weil, wie gesagt, sie müssen ohnehin zugefüttert werden. Ja, dadurch ist jetzt natürlich nicht so viel, was ihr halt beachten müsst,
aber sie müssen definitiv gefüttert werden. Also einfach nur kaufen, ins Becken stellen, das funktioniert dann natürlich nicht, sondern die müsst ihr auch aktiv mit Staubfutter noch hinzufüttern, weil sonst werden die euch, wie gesagt, definitiv verhungern. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich habe euch alles erklärt zu den Röhrenwürmern, habe ein paar Aufnahmen hoffentlich zeigen können, ein paar schöne. Und wenn euch die Aufnahmen gefallen haben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Coral Talk. Und bis dahin, bis zum nächsten Video. Ich bin raus, euer Marc. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao.